Okay, ihr wisst alle, das brauche ich euch nicht zu erzählen, ne, was er da macht. Also von daher gehen wir mal schnell weiter. Das ist, dieses Spiel, ne, macht mich fertig. Oh Gott, Entschuldigung. Lass mich raten. Linke Maustastensicherung ausschalten, damit wir da durch können. Alles klar, machen wir. Botschaft freigeschaltet. Schocker. Ich. Ach, Mann. Also wirklich. Dieses Spiel macht mich fertig. Der putzt sich die Zähne. Wo hat er Zähne, bitteschön? Das war ein Blatt. Oh Gott. Wo hat er seine Zähne? Sind das seine dritten oder was? So ein... Müssen wir das jetzt... müssen uns beeilen, oder was? Ey, das kann doch nicht angehen. Toll. Ja! Die waren... Das sind die Ameisen, okay. Aber das Blut war vorher nicht da. Okay, ich glaube, aber der macht das doch sofort wieder an, oder nicht? Oder rennt er jetzt einfach hinter uns her? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh Gott. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass es hier sein. Mach die Tür auf. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Okay, die ist zu, shit. Kommt der jetzt hinter uns her? Nee, das ist ein Fenster. Oh Gott. Oh, barfuß auf so ein Dings rumzurennen, ne? Nein, nicht du, nicht du, nicht du. Aber auch vom Winkel. Das bin ich, ne? Das war auch verwinkelt hier. Ja, das ist schon wieder. Okay, wir müssen durch die Tür. Hier geht's schon wieder raus. Überraschung, ey. Die Karte würde ich gerne mal sehen, die Map. Oh, nice. Eine Runde schwimmen gehen. Ne, da war da nichts dabei. Okay. Das ist schon ziemlich abartig auf jeden Fall. Okay, ich muss da so reinrutschen, ne? Toll. Das ist genau das, was ich unbedingt machen möchte jetzt. Ich muss die Kamera in einen Plastikbeutel einpacken. What? Ich will hier raus. 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 Wir sind aber jetzt... Wir sind jetzt auf der anderen... Ah, auf der anderen Seite. Okay. Oh, ich will hier nur noch durch, ey. Ich will hier echt nur noch durch. Oh Gott.
Alter Schawitzki, ey, die hauen eher aber auch alles raus, was irgendwie geht. Wollte ich gar nicht streamen. Das Doof ist, ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch kommt. Ob ich das jetzt durchziehen kann oder ob ich jetzt... Der sagt aber auch jetzt, also er schreibt jetzt überhaupt keine Notizen mehr, ne? Was auch eigentlich verständlich ist. Doch, jetzt hat er... Oh, ich muss viel mehr filmen. Shit. Okay. Was hat er denn jetzt geschrieben? Nein, nicht Dokumente, sondern Notizen. Ein leichter Ausweg. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Mhm. Okay, ich müsste mehr filmen, alles klar. Ist aber auch verständlicher, weil er schreibt mehr so ein kleines Tagebuch für seine Frau, weil er nicht weiß, ob er es übersteht und was noch dann rauskommt. Unser erster Protagonist... war ein Journalist und der hat das natürlich aus investigativen Gründen gemacht. Okay, wir müssen springen. Na los, hoch mit dir! Oh, hoch? Hallo? Hä? Hallo? Hoch mit dir! Danke. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, dass die Batterien hier noch schneller alle sind. Kann das sein? Da ist ein Fenster auf. Warum ist da ein Fenster auf? Da geht die Leiter nach oben. Wenn es nach dem Chat geht, dann zieh's durch. Ja, ich weiß nicht, wie weit das hier mit Halloween ist. Also wir haben, manchen Jahren haben wir hier Leute, die klingeln und in manchen Jahren überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, wie die das hier halten mit dem Schnee, okay. Mit dem Streichen. Da hängt einer. Gott, was ist das für ein Komplex hier? Irgendwas um die Ecke kommt hier. Oh nö. Im Ernst. Wie soll man denn das? Ganz ehrlich. Wie soll man das denn überspringen? Das ist okay. Okay, wie war das? Anlauf und springen. Laufen. Springen! Oh Gott! Nicht nach unten gucken! Nicht nach unten gucken! Haare auf den Eiern. Okay, das ist blockiert. Das heißt, da können wir schon mal nicht durch.
Also müssen wir dahin. Haare auf den Eiern, alles klar. Die lasse ich mir wachsen und dann komme ich wieder. Staubflusen, die überall rumdüsen. Ja, ich weiß, du bist ja alle. Ist das eine Frau? Ist das eine Frau oder nicht? The idea. I don't want to get Bluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. You'd make a pretty woman. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Da kann ich gar nicht durch. Großartig. Aber ist hier dran vorbei, ne? Hä? Kann ich hier irgendwie rüber? Moment. Oder hier hoch? Ja, Batterie aufladen. Warte mal, von da sind wir gekommen. Da geht's, muss es irgendwie durchgehen. Ach, wahrscheinlich, warte mal. Kriechen, alles klar. Kriechen, die Ollen kriechen. Vor allen Dingen, wir sind von oben runtergefallen und sind jetzt auf einem Dachboden. Das klingt irgendwie so merkwürdig. Es ist ja gar nichts. Sehr gut. Wir haben wieder 6 von 10. Nee, das ist ein Fenster. Ja, toll. Und jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Hä? Okay, ist doch eine Sackgasse oder was? Das ist aber doof. Weil wenn man jetzt hier nicht ohne Dings... man kommt hier ohne Nachtblick, wollte ich gerade sagen, nicht aus. Da könnten wir durch. Oder sollen wir da durch? Ja, da müssen wir durch. Alles klar. Oh, wieder da durchzwängen. A gift for the groom. Oh Gott, warum solche Jumpscares? Es ist so finster hier drin. Was sind das für beschissene Batterien? Vorsicht hinter mir. Habe ich wohl gelesen. Nee. Die Batterien halten überhaupt nichts aus. Da ist wieder ein bisschen Licht. Aber dann sehe ich nichts. Ich muss aber Batterien sparen. Zum Verstecken? Warum? Vor dem soll ich mich verstecken, oder was? Ich finde so einen schicken Anzug an. Okay, was habe ich dazu geschrieben? Weise Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als
ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Glaub mir, das ist es nicht. Oh, keine Singer? Oh nein, hier! Turnunterricht. Warum leuchten die Augen noch so? Schon wieder eine Batterie alle. Wie kann das angehen? Die halten überhaupt nichts mehr. Oh Gott, bitte. Alice! If they catch us, you'll give us to him. The man downstairs. The man. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Noch böser als alles andere, was wir bis jetzt hier gesehen haben? Das heißt, wir müssen dadurch, verdammt. Okay. Nein. Hä? Nein, will er nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Das ist mega verwirrend. Was ist das für ein... Wer baut sowas? Oh. Wer baut sowas? Es ist total verwirrend. Bin ich jetzt... Sag mal, oh nee, bin ich zurückgegangen? Hä? Bin ich zurückgegangen? Da ist was zum Wegschieben. Da liegt was zum Lesen. Okay. Lesen ist immer gut. Auch vorher machen wir eben Dings aus. Müssen ja sparen. Patient Dennis. Betreff dissoziativer Dennis. Dr. Ford, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt. Und ich stimme Ihrem Verdacht zu, innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen Vieren von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Warum geht das noch nicht? Okay. Das sind aber, glaube ich, alles reine optionale Sachen. Ich glaube nicht, dass das dazu dient, hier irgendwie voranzukommen. Ist aber natürlich interessant, um mal rauszufinden, was die hier eigentlich gemacht haben, die Schweine, ne? So, ich denke mir mal, wir müssen hier durch. Das kennen wir ja schon. Eine Sackgasse. Das heißt, wir müssen da lang. Ich muss, glaube ich, gleich niesen. Ich warne schon mal vor, es kann sein, dass ich gleich niesen muss. Das ist schon wieder alle die Batterie. Warum? Ich muss gleich niesen. Tu es nicht.
Entschuldigung. Oh Gott. There's a leak pissing down on us. Water takes everything. Down on us. Up from the sewer. That puts us. You wanna shut him up more than anything? Water in time. Drill a hole in it. Hell, I hear things. Oh, the lot of you means will be a pile of whelp. Das ist natürlich zu. Die erinnern mich ja alle irgendwie so ein bisschen an die Typen da auf diesem Gefängnisplaneten von Alien 3. Okay, da könnten wir durch. Und was ist hier? Könnten wir auch durch. Warum können wir da überall durch? Da ist eine Treppe. Da können wir nicht durch, natürlich. Was ist mit der anderen Tür? Überraschung. Na gut. Das heißt, wir müssen mittendurch. So, ich hoffe, es läuft noch alles. Patsch, 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 patsch. Es ist so krank hier alles. Ach, natürlich. Klar, da, wo wir sonst nicht weiterkommen und die sind noch blutig. Das war ja schon im ersten Teil so. Wir sollen ja den blutigen Fußspuren folgen. Komme ich hier weiter? There he is! What do you think? Oh, he'll do. Wait, for once we agree. Nein. Ich bin nicht euer Bräutigam. Ah! Ich bin nicht euer Bräutigam. Geht weg. Ich weiß, was ihr mit dem Bräutigam machen wollt. Warum hat er so eine weibliche Stimme? Der klingt wie eine Frau. Oh Gott. Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh Gott, weiß was? Was wollt ihr? Ich will hier hoch. Ah! Nein! Oh, lass mich hoch! Oh Gott! Geht weg! Wo? Oh. Nein! Nein! Auf mit dir! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ich sehe das doch. Das. Erschreck mich doch nicht so. Entschuldigung, Mann. Was soll ich denn sagen? Oh Gott, was soll ich denn sagen? Oh. Was soll ich denn jetzt hin? Wo soll ich hin? Hier wieder runter, oder was? Ja, das ist die andere Seite. Ich gehe da auch nicht wieder rein. Okay, wir gehen die Treppe runter. Oh. Das ist ein Dachboden. Scheiße, haben die oben die Tür aufgekriegt?